Heilbuttfilet-Snack, wann haben wir das letzte Mal irgendwas gegessen? Zählt die Spinne, die ich gefangen habe, als was zu essen? Das war eine Spinne? Du hast mir eine Spinne serviert? Ich dachte, das war eine kleine Krabbe. Es war eine Spinne und das war vor 3 Tagen, um Ihre Frage zu beantworten. Vor 3 Tagen? 3 Tage ohne was zu essen und kein laues Lüftchen, das das Seehühnchen Richtung Land bläst. Wenn ich mal kräftig rülpse, kommen wir schneller voran als jetzt. Wir werden beide bald elendig verhungern, Snack. Wir müssen etwas zu essen finden. Der große Krawum wird gleich zu uns sprechen. Hier ist der große Krawum. Krawum hat Hungermann. Bringt mir noch was von dem chinesischen Essen. Aber wir haben dir erst vor einer Stunde was Chinesisches zu essen geholt. Ich weiß selbst, dass ich vor einer Stunde Chinesisch gegessen habe. Aber ich habe schon wieder Hunger. Ihr wisst ja, wie das mit dem chinesischen Essen so ist. Wir haben kein chinesisches Essen mehr, oh Häuptling. Das habe ich gehört, Mann. Der große Krawum wird langsam sauer, Kumpels. Ich glaube, ich gehe gleich in die Luft. Wir müssen Krawum besänftigen. Ja, Häuptling, aber unsere Nahrungsvorräte erliegen langsam immer mehr dem Riesenappetit des großen Krawum. Im Cheeseburgerwald wächst das einzig Essbare, was noch da ist. Dann müssen wir einen Erntetrupp in den Cheeseburgerwald auf der anderen Seite der Insel schicken. Das riecht wirklich köstlich, Snack. Aber sicher bin ich schon weggetreten und halluziniere nur. Sie haben ausnahmsweise mal keine Halluzinationen. Captain, Sie sind echt. Wo in aller Welt hast du die Burritos gefunden? Schmecken Sie ihnen, Sir? Schmecken? Sie sind ausgezeichnet. Wie hast du die nur gemacht? Nun, die Tortilla ist im Grunde nur ein Fetzen Segel. Mhm. Und die Füllung besteht aus Seilen, Teilen vom Ruder und Schiffsteer. Und ich frage das nur sehr ungern, das kannst du glauben. Aber woraus ist die grüne Soße? Sie erinnern sich doch noch an den Schnupfen, den ich vor einiger Zeit mal... Wenn die Cheeseburger aus dem Wald ihn nicht besänftigen, bleibt uns wohl nichts übrig, als unsere Insel zu verlassen. Aber wie, großer Häuptling? Unsere Insel besteht aus Fastfood und aus einer Pizza und einem Hamburger kann man sich kein Schiff bauen. Ja, das haben wir einmal versucht mit katastrophalen Ergebnissen. Vielleicht wird uns die Vorsehung ja unter die Arme greifen. Weißt du, Snack, du hast dir all die Jahre mich zum Vorbild genommen. Jetzt will ich mir mal von dir eine Scheibe abschneiden. Danke, Captain. Wenn du schon gar bist, natürlich. Halt still, ich will mal sehen, ob du innen noch rosa bist. Nein, Captain, bitte essen Sie mich nicht. Sie kriegen bloß Sodbrennen. Hey, riechen Sie das auch, Captain? Ja, du riechst fast wie ein Cheeseburger, Snack. Nein, warten Sie. Captain, sehen Sie nur. Was ist das? Eine Vorspeise? Na gut. Nein, Captain, Sie sollen hindurchsehen. Ich würde es ja eigentlich lieber essen, aber na schön. Ach, du grüner Hering, ich bin schon weggetretener, als ich dachte. Ich sehe eine Insel mit Cheeseburgerbäumen. Mach das Landungsboot klar. Irgendetwas ist komisch an diesem Sand. Gütige Garnele, Snack. Das ist gar kein Sand. Das ist brauner Zucker. Und das sind auch keine Muscheln, Captain. Sondern Kartoffelchips. Offenbar scheint die ganze Insel nur aus lauter leckeren, essbaren Sachen zu bestehen. Die Palmenblätter sind aus Lakritze. Die Baumrinde besteht aus Dauerwurst. Oh, und die Maden hier. Okay, iss sie lieber nicht, Snack. Aber alles andere scheint köstlich zu sein. Captain, sehen Sie mal. Der Wald hängt von oben bis unten voll mit Cheeseburgern. Na los, Snack. Wer zuerst da ist, der... der ist da. Kommt schon, Leute. Ich brauche dringend ein paar Hamburger. Ein paar Hühnerbeinchen tun uns auch. Ich hoffe, unser Häuptling und Mabu sind bald wieder zurück. Wenn sie nicht schnell wieder da sind, begräbt Krawum uns unter dreckigen Servietten und Hühnerbeinen. Da ist doch einer. 2 Vielfraße essen unsere Burger weg. Es sind nur noch wenige Burger übrig, Häuptling. Oh, sie haben ein Schiff. Unsere Gebete sind erhört worden.
haben? Wir werden die beiden Idioten an Krawum verfüttern und die Insel auf ihrem Schiff verlassen. Schnapp die Fresse, Kerl! Ja, auf ihn! Diese Bürger sind echt köstlich, Snack. Was? Was ist mit dir? Hinter ihnen stehen ein paar gefährlich aussehende Eingeborene und haben lange Besteckteile auf sie gerichtet. Was? Im Ernst? Mann, die scheinen es echt eilig zu haben, was, Snack? Darf ich die Gelegenheit benutzen, Ihnen zu sagen, wie gern ich mit Ihnen gearbeitet habe, Captain? Dazu wirst du wohl keine Zeit mehr haben. Leb wohl, Snack. Au, 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 das tut weh, au. Still, sie haben uns nicht getötet. Ich glaube nicht, dass die uns töten wollen, Captain. Nein, es sieht aus, als ob sie uns anbeten würden. Ihr seid die Götter, auf die wir schon so lange warten. Das kommt mir wie ein Traum vor, Snack. Das können Sie laut sagen, Captain. Die halten uns für Götter. Esst, wir sind eure Sklaven. Wir bringen euch noch mehr, wenn ihr wollt. Das war echt köstlich. Hab ich ein bisschen zugenommen? Tja, ich will mal sagen, dass Ihre mädchenhafte Figur mehr oder weniger verschwunden ist, Captain. Wie kommt es, dass du gar nicht zugenommen hast? Liegt an meinem Metabolismus, Captain. Ich wünschte, ich hätte einen Embolismus. Was soll's, nimm noch ein Törtchen. Hey, Häuptling, mehr Törtchen! Hey, ich sagte, ich möchte mehr Törtchen! Also gut, Leute, ich sterbe vor Hunger. Wo bleibt meine Pizza? Wer war das? Das war der große Krawum, unsere Gottheit, und er hat einen Wahnsinnshunger. Hört sich fast so an. Gebt ihm was zu essen, bevor er noch die Insel zerstört. Ja, das ist eine gute Idee. Liebe Melomas, endlich ist die Zeit gekommen. Was glauben Sie, auf welche Zeit er damit anspielt, Captain? Keine Ahnung, Snack. Er meint wahrscheinlich Zeit fürs Dessert. Die Zeit ist gekommen, dass wir uns von der Krawum-Tyrannei befreien. Die Zeit ist gekommen, dass wir die beiden Eindringlinge in den Vulkan werfen und die Insel auf ihrem Schiff verlassen. Nein, ich glaube nicht, dass es gleich Dessert gibt. Ich sag's euch, Leute, schmeißt mir was zu futtern runter, sonst gehe ich wieder in die Luft. Ja, Krawum. Snack! Hey, Vorsicht! Was soll denn das? Kommt mit, liebe Melomas, auf zum Schiff und in die Freiheit! Hurra! Hurra? Kommt wieder her, ihr Feiglinge! Holt mich hier raus! Oh je, armer Snack! Snack, kannst du mich hören? Hast du dir was getan? Ich hab Angst. Hey Mann, was verstopft da das Loch? Hey Mann, kümmere dich nicht um den Typ hinter dem Vorhang, Kumpel. Sind Sie der große Krawum? Was? Nein, ich meine ja, ich meine... Verschwinde sofort oder der große Krawum wird dich vernichten, Mann. Oh nein, Mann. Jetzt habe ich das Dings abgebrochen. Komm mit, kleiner Kerl, wir müssen hier verschwinden. Das Ding fliegt gleich in die Luft. Sie meinen, Sie sind in Wahrheit gar keine Gottheit, Krawum? Nein, Mann, ich bin nur ein alternder Sänger. Mein Boot ist hier vor Ewigkeiten gestrandet, als ich gerade auf dem Weg nach Las Vegas war. Ich habe die ganzen Köstlichkeiten gesehen und beschlossen, die Eingeborenen abzuzocken. Jetzt bin ich nur noch der King Burger. Kommen Sie, Krawum, wie kommen wir hier raus? Naja, der Ausgang ist da oben. Aber der dicke Hintern des Käpt'n verstopft das Loch. Das ist nicht gut, Mann. Der Vulkan bricht jeden Augenblick aus. Wir werden in hohem Bogen rausfliegen. Es sieht ganz so aus, junger Freund. Hier, Mann, setz das auf. Das ist so ziemlich der einzige Schutz, den ich habe. Das wird allmählich ungemütlich. Ja, Häuptling, das muss ich Ihnen lassen. Ihr Plan hat hervorragend geklappt. Das will ich meinen. Wo wollen wir mit dem Ding hinsegeln? Völlig egal, solange uns nur keine dicke, fette Gottheit den ganzen Tag herumscheucht. Boah, ein Glück, wir sind wieder zu Hause. Das Schiff ist von den pummeligen Wilden gekapert worden. Nichts für ungut, Captain, aber Sie könnten vielleicht auch das eine oder andere Pfund weniger vertragen. Wirklich? Ach, das kann warten. Viel wichtiger ist, dass wir die schwappligen Wilden loswerden. Ich habe eine Idee, Captain. Und eins
und zwei und drei und vier. Hören Sie, Captain, spüren Sie den Schmerz. Und eins und zwei und drei. Du wirst den Schmerz spüren, falls ich wieder aufstehen kann, Snack. Hören Sie, Captain, spüren Sie den Schmerz. Was machen Sie da, Sir? Da das Seehühnchen eine Weile im Trockendock liegt, um den Vogelmist vom Rumpf zu kratzen, habe ich mir was einfallen lassen, um ein bisschen Piraterie an Land zu betreiben. Voila! Das Bild ist Ihnen wirklich gelungen, aber warum ist mein Kopfgeld so gering? Ach komm schon, Snack, sieh dich doch an! Ich kann von Glück reden, wenn sie für dich einen alten Strick haben. Ja, natürlich. Jetzt muss ich dich nur noch abliefern, mir die Belohnung abholen und dann komme ich zurück und hol dich wieder raus. Oh ja! Ich hab ihn! Was? Ich habe den teuflischen Täter piratenartiger Taten und Gemüseesser erwischt. Sie ist kein anderer als Snack. Das haben Sie tatsächlich geschafft. Und Sie haben seinen gesuchten Partner gleich mitgebracht. Wie meinen bitte? Nun, ich muss gestehen, das macht mir schwer zu schaffen. Ja, lebenslänglich hinter Gitter zu wandern ist niemals angenehm. Nein, das nicht. Dass es für mich nur einen stinkenden Dingott gibt. Das ist euer Zellenkumpel Arturo Caliente. Wenn man ihn nur schief ansieht, bringt er einen schon um. Ich hoffe, ihr erlebt den nächsten Morgen. Blöder Niednagel. Der Goldschatz. Der Goldschatz. Goldschatz? Sie. Goldschatz, so weit weg. Goldschatz. Wo ist der Goldschatz und wie weit ist es bis dahin? 2000 Dingots. Auf der anderen Seite vom Tal des Frohsinns und einem Haufen von Felsbrocken. Ich bin in der Schule, aber ich habe gar keine Hosen an. Ach, hallo. Ich habe gerade erfahren, wo ein sehr wertvoller Schatz versteckt ist. Wir müssen nur durch das Tal des Frohsinns. Tja, Snack, da wären wir. Eine vergnügliche, erfrischende kleine Wanderung durch dieses sonnige Gelände und wir sind um 2000 Dingots reicher. Können wir? Sehr froh sieht das hier aber nicht aus. Ach, das ist nur am Anfang so. Pass auf, es wird sehr hübsch sein hinter dem Horizont da hinten. Acht Minuten später. Obwohl ich mich nie zu Freudenausbrüchen hinreißen lasse, muss ich sagen, juhu! Snack, das ist gar kein See, oder? Nein, Sir. Genau wie ich vermutet habe. Können wir weiter? Ich glaube, es gibt gleich Mittagessen. Sind das etwa Geier? Wir sind noch nicht tot. Oh nein, Sir, was sehen Sie denn? Eine Fata Morgana? Dicht dran, das ist das Platinum Nugget! Hey, willkommen, Baby, in meinem Casino. Es ist wild, es ist der absolute Wahnsinn. Seht nur, das sind Snack und Jack. Freunde, seht euch mal den verrückten Typen an. Hey, Junge, kaufst du immer noch deine Klamotten am Flughafen? Bading bum, ich sage nur ein Wort, Baby. Spiegel. Oh, Menschenskind, ich kann dir sagen, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der einen Drink nötiger brauchte als der. Und wer, du alter Schlawiner, soll der Mann sein, Dino? Oh, na, ich spreche von mir. Hey Mann, warum laden wir diese verrückten Kerle nicht in diese irre Hütte ein? Was ist? Die Jungs sehen doch aus, als würden sie gerade vom Flohmarkt kommen. Hey, die Spießer gehören zu mir. Klingelingling. Wie wär's mit etwas Eis? Mehr Eis? Sehe ich etwa aus wie ein Schlittschuhläufer-Baby? Sie halluzinieren. Dann gibt's garantiert bald Mittagessen. Was machen die da eigentlich? Cha-cha, Rumba, ich möchte auch tanzen. Wann gehen wir mal wieder tanzen? Hey, Sammy, warum legst du nicht eine kleine Nummer für die beiden hin, hm? Klar doch. Da sie schon in der Wüste draufgehen, steppe ich einfach ein bisschen. Cha-rum-ching. Hey, Matt Jackie, sieh dir nur mal diese Puppe an. Wer könnte diesen Beinen widerstehen? Diesen Augen, diesen Lippen? Ich weiß nicht, wer da widersteht. Ich bleib jedenfalls nicht stehen. Snack! Snack! Snack!
Was ist denn los, alter Junge? Ah! Oh nein, wir sind immer noch mitten im Tal des Frohsinns. Sehr gut beobachtet, Snack. Lass uns weitergehen, sonst finden wir nie den versteckten Goldschatz von Arturo Caliente. Was meinst du? Gibt's Abendessen in 2 Stunden? Ich weiß nicht. Hey, wusstest du schon, dass ich Doppelgelenke hab? Das war's. Ich kann keinen Zentimeter weiter. Snack! Snack, wir haben's geschafft. Wir haben das Tal des Frohsinns durchquert. Was? Sieh doch, wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch einen Haufen großer Felsbrocken finden. Dann graben wir die 2000 Dingots aus und haben ausgesorgt. Ich sehe hier zwar viele Steine, aber keinen Haufen. Tja, er muss hier aber irgendwo sein. Stellen wir uns in den Schatten, bevor wir suchen. Sir. Sir, die Felsbrocken. Ja, ich weiß, wir müssen einen Haufen Felsbrocken finden. Ich glaube, ich habe ihn vielleicht gefunden. Na schön. Jetzt brauchen wir nur die 2000 Dingots auszugraben, dann haben wir keine Probleme mehr. Was ist mit dem Durst? Na gut, der Durst bleibt noch eine Weile. Aber darüber hinaus gibt es keine Probleme. Helfen uns die Dingots auch gegen die Erschöpfung und den Sonnenbrand? Das wird auch noch eine Weile bleiben. Aber im finanziellen Sinne werden wir sorgenfrei sein. Wie werden wir nach Hause kommen? Fang endlich an zu graben! Na, komm mal her, ich glaube, ich habe was gefunden. Ja, sieht ganz so aus. Hol ihn raus. Hopp, hopp. Wir haben ihn, der Schatz gehört uns. Er ist tatsächlich voller Dingots. Caliente hat die Wahrheit gesagt. Auch wenn er nicht unbedingt unter einem Haufen Felsbrocken war, oder doch? Naja, ist nicht jedes Sandkorn auf gewisse Weise ein winzig kleiner Felsbrocken. Es ist doch relativ. Für sie ist das vielleicht nur ein winziges Sandkorn, aber für eine Ameise, nun, das ist eine andere Geschichte. Oder womöglich ist die gesamte Erdscheibe nichts weiter als ein Sandkorn in einer endlosen Kette von... Jetzt ist aber Schluss! Soll ich dir die Füße mit einem Brotmesser abschneiden und dir morgen zum Frühstück servieren? Haut ab, wir sind zu reich zum Sterben. Oh, Snack, wie habe ich auf diesen Tag gewartet? Mein Triumph, mein Erfolg, mein Rentenfonds. Nicht so voreilig, Mad Jack, der Pirat. Arturo Caliente? Ich freue mich, dass ihr euch meinen Namen gemerkt habt. Und jetzt verschwindet, damit ich mir die Dingots nehmen kann, die ihr für mich gefunden habt. Ich kapiere das nicht. Du hast so ein schönes Schiff. Warum hast du den Schatz nicht ausgegraben? Du wusstest doch, wo er war. Ganz offen gesagt habe ich nicht genau gewusst, wo er war. Ich habe befürchtet, dass ich das ganze Riesental umgraben muss, um ihn zu finden. Und wie ich sehe, ganz zu Recht. Aber wie bist du aus dem Gefängnis geflüchtet? Es war mein letzter Tag, du kleiner Armleuchter. Ich wurde entlassen gleich, nachdem ich zum Frühstück eine riesige Portion unheimlich leckerer Burritos gegessen hatte. Burrito? Absoluter Quatsch, du bist der Fata Morgana. Dann bin ich eine Fata Morgana, die mit 2000 Dingots abhaut. Aber wir, das Gold, ich... Adios, mein netter kleiner Piratenkapitän und alles Gute. Na, fantastisch. Das ist ja echt klasse. Kein Proviant, kein Wasser, keine Dingots. Und wir sitzen fest auf der anderen Seite des Tals des Frohsinns. Was sollen wir denn jetzt tun? Hör auf zu winken, wir verhungern doch gleich. Hey Jungs, willkommen und schubidubidub schubert doch immer herein. Hey Mann, ich hab Lust auf ein paar Würfel und was Durchsichtiges. Fangen wir erstmal mit einem kleinen Drink an. Was sagst du, mein Alter? Oh, ich sag, fangen wir lieber mit einem großen Drink an. Was ist? Habe ich Kredit in diesem Laden? Na klar, Baby, gehen wir feiern. Ich glaube, die Jungs brauchen noch eine Weile. Ja, sieht so aus. Hey, soll ich dir ein tolles Rezept gegen Schluckauf verraten? Also, du musst den Kopf in eine Papiertüte stecken und dann auf- und abspringen, während du schreist, wie am Spieß. Aus irgendeinem Grund macht mich die Farbe Gelb immer müde. Du, ich sammle Sandsteinläuse, ist ein faszinierendes Hobby.